Dieses Video wird unterstützt vom Minister der Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film Lived. Inside Out 2, ein neuer Pixar-Film lebt am Kino. Und wie mir der Film da gefallen hat, das sehen wir an dieser Episode. Das ist mal ein großes Merci auch Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode an die Bereitstellung von 2 Tickets für euch für ein Kino zu gehen. Bleibt einfach während der Episode dran und dann erzählen wir euch, was du machen musst. So, fangen wir mal an. Inside Out 2. Es sind eigentlich nie so große Fan, wann so ein so Knüller wie eben Inside Out, dem man so auf Deutsch alles steht, Kopf, und das dann einfach mal so ein Sequel kriegt. Wirkt immer ein bisschen, ja, okay. Ist ein bisschen lazy, ne? Ab Platz, dass Pixar einke mit eigenen oder neuen Ideen leider begeistern kann, brauchen sie sich dann eben lo um Erfolg von dem echten Inside Out aus. Wiederum muss ich aber sagen, bringt das ganze Thema natürlich, oder ja, wie soll ich sagen, es müsste schon Sinn, dass der ganze Sequel kriegt. Weil, dat, weil du musst gucken, wie hier, ich weiß nicht, wie die Mädchen ist. Auf jeden Fall, Mädchen, als dann lo an der Pubertät, an, da kommen natürlich ein paar Emotionen weiter dabei. Zum Beispiel Anxiety kennt du dabei an, fängt sich an das Ganze anzumischen. Nach einer Emotion kommt man dabei, erbringen das ganze Thema dann ein bisschen erschwung, erfrischen das Ganze dann eben ein bisschen ab. Aber bringen eben Pubertät mit sich, was ja ein ganz spannendes Thema kann sein, für das eben so zu behandeln, für das eben mit den Figuren am Kopf durchzustellen, was du los hast bei einem, wann ihr an Pubertät kommt. Das ist alles nicht so einfach an, wie soll ich sagen, als alles ganz live durchgestellt. Als wie Inside Out End ganz, ganz super adaptiert, macht absolut Sinn, wie durchgestellt wird, das ist mega gut gespielt, die ganz viele verschiedenen Emotionen, die wirklich super gut durchgestaltet, das immens gut greifbar, weil sie eben den Kopf wollen durchstellen mit den kleinen Männchen und mit den verschiedenen Plätzen, die dann da sind, für das eben so zu demonstrieren. Das macht absolut Sinn und das ist auch für Kanner wahrscheinlich super gut verständlich und kann ihn sich ganz, ganz gut rauffühlen, wo die Emotionen hier kommen, wie wert wo wirkt. Und mir das auch nicht Neues. Inside Out 1 hat das ja schon perfekt gemacht und wir machen das eben loren weiter. Da wird der Hut den zweiten Teil leider aber keinen so krassen Impact wie den ersten das hat. Den ersten war du einfach nie frisch, nie neu und hat dich viel mehr überrascht. Lo als halt more of the same und ja, was soll ich denn so sagen? Es macht trotzdem Spaß. Also, ich kann den Film auch nicht schlecht nennen. Wirklich nicht. Der Film ist ganz gut, der Film hat ganz viel Spaß gemacht, aber wir kommen irgendwie nicht mehr auf den Peak von Pixar run. So etwas wie Wall-E oder Up oder Coco sogar haben ihn emotional viel mehr krass mitgeholt. Nur bei Inside Out 2 war endlich mal so ein kleiner Schimmer von dem alten Pixar, wo ihr seht, das war, so waren die an der Zeit, so haben die mich aufgeholt, eben einen Film schön für Kanner zu machen, aber trotzdem ziemlich emotional zu gehen für die Älteren. Und da hatten sie halt eine mega gute Tension dafür. Und das ist irgendwie immer Männer gehen. Und in den letzten Jahren war Pixar immer mehr zu okay gehen. So haben kein wirklich schlechtes Film gemacht, aber sie haben ihn nicht mehr so matt gehabt, wie das so war. Und bei Inside Out 2 also haben sie so kleine Schimmer von hinten zu gesehen, weil sie an der Zeit eben mit Emotionen umgegangen sind. War das ist etwas einerseits schön, so zu sehen, und andererseits auch ein bisschen schwer, dass ihnen spät. Aber wenn die kommen, dann haben die riesig groß Filme von ihnen, die eh wirklich mattrappen. Für den Rest, als, wie gesagt, schauspielerisch kann ich nicht meckern. Die Leute machen das alle gute super Synchronrolle, sind alle gute fantastisch. Der Film ist schön geschrieben, sinnvoll geschrieben, dass alles logisch wird, wie es umgesagt wird und das alles flott gemacht und optisch als Pixar sowieso fantastisch. Optisch muss ich wirklich sagen, von den Charakteren, wenn ihr in die Hohe guckt, also wenn du die Aufnahme siehst, wenn sie ein bisschen wie nur rugehen und gesagt in die Hohe von den Charakteren, mein lieber Mann, wer sich nur an der Animationstechnik gedohnt wird, ist wirklich, wirklich krass. Dahinter, ja, bei Inside Out 2 geht es dann auch nicht viel weiter zu erzählen. Von der Story geht es auch nicht viel weiter zu erzählen, weil, ja, Mädchen können nur an Pubertät und muss sich mit denen Sachen eben rundherum schlagen, wo ich an der Pubertät dann eben so rundherum schlägt, emotional. Ich denke, du weißt jeder Bescheid, wer das da gehen soll. Und dann, hoffentlich, dass Pixar mit Inside Out 2
vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung könnt mit ihren nächsten Filmen, wo sie richtig emotional aufholen können. Also wenn ich an Coco denke, also ich meine, schon selten bei einem Film so gepinscht wie bei Coco. Ganz, ganz, ganz krass. Und ich wünsche mir das auch irgendwie, ich fand das ein bisschen komisch klingt, aber ich wünsche mir das aber von einem Studio wie Pixar, dass die Rem zu allergrößt fanden. Da, mit Inside Out 2 bleibt man da einfach nicht mehr zu sagen. Wenn der den ersten Deal gut fand, weil dann die gefeiert hat, da geht beherzten zwei gucken. Ganz, ganz klar. Aber wenn der den einen noch nicht gesehen hat, wenn er das verpasst hat, gänge ich den einen für den Schnecke zu gucken. Aber dann unbedingt auch nach dem zweiten gucken zu wollen. Weil es sind Filme, die ganz groß sind. Inside Out 1 war ganz groß, Inside Out 2 ganz gut. Und dann ging es so ein. Erzählt mir gern, für die Ticket zu gewinnen, lohnt bis ganz zum Schluss gewartet. Ich will immer an der Mitte irgendwo anstreben, lohnt sich ganz vergisst mit meinem Geschwafel. Erzählt mir, lohnt für Ticket zu gewinnen, an die Kommentare, was euren Lieblings-Pixar-Film aus. Was für ihn aus euren absolute Favorit? Was für ihn aus ungeschlohen eurer Meinung? Nur könnt mir auch gern erzählen, für was denn ungeschlohen aus. Und dann könnt ihr vielleicht schon die Glückliche sehen, den zwei Tickets gewinnt, für an de Kino zu gehen. So, und in dem Sinn ging ich so weiter doch schon an. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß am Kino mit Inside Out 2. Ciao!